Guten Abend, ganz herzlich willkommen in und aus der Baumusterzentrale. Heute zum ersten Mal seit langer Zeit wieder mit etwas Live-Publikum hier. Ein schöner Moment, der auch etwas Hoffnung macht, dass sich die Reihen hier in der Baumusterzentrale auch wieder vor Ort etwas füllen werden. Der Material Talk, das ist die Veranstaltungsreihe von unserem Trägerverein Freunde Baumuster. Und beim Material Talk kann der Gast, die Referentin, der Referent selber ein Thema bestimmen, über das er oder sie sprechen möchte. Wir haben heute besonderes Glück. Erstens mal hat Barbara Frey zugesagt, ganz herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Und zweitens haben wir eben auch sehr Glück, dass sie das Thema Blech von Fügungen und Abstraktionen gewählt hat. Das ist ein glücklicher Zufall, denn wir haben aktuell in der Baumusterzentrale eine Ausstellung unter dem Titel Reaktionen auf Metall, und natürlich fügt sich eben dieser heutige Vortrag perfekt in diese Ausstellung ein. Es ist eine Ausstellung, die über etwa 250 Exponate zeigt von Metallen, Metalloberflächen, Metalloberflächenbearbeitungen. Eine sehr lohnenswerte Ausstellung, die Sie unbedingt hier anschauen kommen sollen dürfen. In dem Sinn darf ich schon das Wort an Christoph Wieser übergeben. Christoph Wieser führt jeweils durch den Material Talk. Er ist Architekt, Architekturtheoretiker und Dutchmeister des Material Talks. Ganz herzlichen Dank, Christoph. Herzlichen Dank, Stefan, für die Begrüßung. Auch ich möchte ganz herzlich begrüßen, die von zu Hause aus oder im Büro zuschauen und hier vor Ort. Es freut mich natürlich sehr, dass effektiv ein paar Leute gekommen sind. Man weiß ja eigentlich gar nicht mehr so richtig, wie das geht, so aus dem Haus unter die Leute. Und dann ist es umso schöner, dass man diese Tradition jetzt hier wieder fortsetzen kann mit diesem Anlass heute Abend. Ich bin im Vorstand der Freunde Baumuster.ch, das ist der Förderverein der Schweizer Baumusterzentrale, und es lohnt sich, Mitglied zu werden, denn man hat nicht nur den Vorteil, dass man eine gute Sache unterstützt, nämlich die Baumusterzentrale, sondern man kann eben auch die Materialien, die hier in der Baumusterzentrale verfügbar sind, gratis ausleihen, sei es als Einzelperson oder als Mitglied, als Büro. Und das ist natürlich eine sehr gute Sache, neben all diesen tollen Anlässen, die immer wieder stattfinden. Ich freue mich sehr, dass wir eben diesen Anlass heute durchführen können mit Barbara Frey. Barbara Frey hat in Zürich an der ETH Architektur studiert und hat dann in verschiedenen Architekturbüros gearbeitet, in Rotterdam bei Erik van Egerath, da habe ich gelesen, bei EM2N, dann wieder in Zürich. Und sie hat dann zusammen mit Martin Saarinen hier in Zürich 2005 das Architekturbüro Frey und Saarinen Architekten gegründet. Sie haben verschiedene Preise gewonnen, unter anderem auch den Swiss Art Award, und das finde ich ziemlich bezeichnend, nämlich auch mit einem Projekt, das wie so ein bisschen die Grenzen oder Möglichkeiten einer utopischen oder visionären Architektur auslotet. Und ich glaube, das ist wie so eine Art, wie sie auch Architektur zum Teil angehen, nämlich versuchen, wie von anderen Positionen her Architektur und die Projekte zu denken. Und wenn ich diese Projekte anschaue, dann ist mir aufgefallen, dass häufig, oder es kommen immer wieder Projekte vor mit komplexen Geometrien, mit gefalteten Formen, mit Dächern, die spezifische Geometrien aufweisen. Und vielleicht hat das ja auch etwas mit der heutigen Themenwahl etwas zu tun. Ich bin gespannt und freue mich auf deine Ausführungen und übergebe dir jetzt gerne das Wort, Barbara. Danke. Ja, vielen Dank für die Vorstellung, Christoph, und die Einladung zum heutigen Abend. Ja, Blech ist ein wahnsinnig vielfältiges Material mit vielen
Oberflächen und Farben. Was uns, also wenn ich von uns spreche, meine ich Frau und Sarinnen Architekten, was uns an diesem Material vor allem interessiert, ist Fügungen und wie die einzelnen Bauteile zusammenkommen. Ich stelle heute Abend vier gebaute Beispiele von uns vor, die, ja, in denen Blech eine zentrale Rolle spielte. Das erste, das ist eine Aufstockung von einem Gründerzeithaus im Kreis 4 in Zürich. Da muss ich, um überhaupt die Materialwahl erklären zu können, einen Exkurs in die einen städtebaulichen Exkurs machen. Das Gebäude liegt am Anniklava-Platz. Das ist gerade an der ehemaligen Hauptverkehrsachse zu Zürich, ein Gebiet, das im Moment sehr aufgewertet wird, seit der Verkehr eben nicht mehr dort durchgeht. In diesem Bereich zum Platz hin dürfen seit der revidierten BZO Gebäude um ein Vollgeschoss erhöht werden. Ebenso die Agnesstraße, das ist das Gebäude, wie es vor dem Ausbau ausgeschaut hat. Das ist der Kopf von einer durchlaufenden und gut intakten Häuserzeile. Und was jetzt möglich wäre, gewesen ist, ist das Ganze um ein Vollgeschoss aufzustocken. Wie man hier sieht, normalerweise ist dann oberhalb von diesem Vollgeschoss dann der Übergang zum Dach statt. Und was man sieht, dann wird eigentlich die gut intakte Häuserzeile so unterbrochen. Das Gebäude findet sich in der Quartiererhaltungszone, was der Vorteil hat, dass man dort auch eng mit dem Amt für Städtebau und der Denkmalpflege zusammenarbeiten kann. Und deshalb fanden wir den Vorschlag, dass wir eben diese ehemalige Dachkante durchlaufen lassen, haben wir mit dem Amt für Städtebau diskutiert und das wurde auch so aufgefasst, dass das die bessere Lösung ist, als das Dach wirklich ein Geschoss aufzuheben. Wie man jetzt sieht, das ist jetzt mit der Aufstockung, man sieht, dass die historische Häuserzeile immer noch gut lesbar ist und der Neubau, der eigentlich aus einem Voll- und einem Dachgeschoss besteht, wie ein Dach ablesbar ist. Was man auf diesem Bild, natürlich, das ist gerade direkt nach dem Umbau, mit der Zeit wird das ist ein Kupferblech, das wird mit der Zeit dann dunkel und fügt sich sehr gut dann in die stehende Struktur ein. Aber so ganz einfach war das nicht, weil gemäß Baugesetz muss ein Vollgeschoss ablesbar sein von einem Dachgeschoss. Das konnten wir mit einer sehr filigranen Unterscheidung machen, indem wir, wie man es hier sieht, ein zusätzliches Gesims, ein horizontales Element einfügt. Rechts im Bild sieht man ein Modell, das wir dann 1:1 gebaut hatten und auf das bemustert hatten vor Ort und dann beurteilen konnten, ob dieses Gesims stark genug zeichnet. Die Differenzierung von Vollgeschoss und Dachgeschoss macht aber nicht nur das Gesims selber, sondern auch die Fügung von diesem Kupferblech. Es ist ein ganz normales Stehfalzsystem, das, wie man es in den Plänen sieht, eine feine Unterscheidung macht zwischen dieser Überlagerung von diesen Zweigen, sieht man das,
Die Felze im Vollgeschoss unten sind doppelt so breit oder sind breiter als da in der Überlagerung. Und dann weiter oberhalb vom Knick werden sie wieder breiter. Dadurch konnte man so diese Differenzierung Vollgeschoss und Dachgeschoss zeigen. Was man hier sieht, das ist eigentlich das Spezielle daran, was nur, denke ich, mit diesem Material machbar ist, dass, obwohl die Geschosse, das sieht man im Schnitt, die sind eigentlich ziemlich genau gleich hoch, wirken sie total unterschiedlich proportioniert von außen. Und das gelang eigentlich, weil man diesen Sims, der ja normalerweise gegeben ist, bei einer normalen Dachaufstockung mit Kniestock und so weiter, da wir diesen frei setzen konnten, setzen wir ihn so tief wie möglich nach unten, sodass von außen her dieses Vollgeschoss eigentlich fast raumhoch verglast aussieht und das Dachgeschoss wirkt oberhalb noch viel größer, als es ist. Und was hier der Vorteil ist, was wirklich sehr große räumliche Qualitäten birgt, dass man in einem Dachgeschoss bodenbündige Gauben machen kann, was normalerweise so nicht erlaubt werden kann. Das gibt natürlich für die Wohnräume eine sehr große Qualität. In diesem Dachaufbau befinden sich drei Mehlsoletten, die unterscheiden sich komplett von den normalen, von diesen strukturierten Gründerzeitwohnungen, die man kennt, in den Geschossen unten dran. Was durch diese Entscheidung, dass wir eben ein großes Dach bauen, fällt, natürlich die Möglichkeit, dass man Balkone macht. Deshalb hatten wir uns entschieden, dass bei den Maisonetten eigentlich die Wohnräume oben sind, welche dann einen direkten Ausgang zur Dachterrasse haben. Auf der Rückseite konnten wir uns dieses Gesims sparen. Das interessiert hofseitig niemand mehr. Was man hier gut sieht, ist, dass die Gauben, die haben wir auf der Vorderseite gleichgestaltet, die haben eine sehr, sehr schmale Seitenwand. Das konnten wir mit einem Holzbau und einer Hochleistungsdämmung bekommen, sodass die praktisch keinen Aufbau haben. Dann haben wir die Gauben so nah zueinander geschoben, dass es innenräumlich dann, sieht man hier, so fast ein paar Raum gibt. Raum und miteinander, ja, der die Räume zonieren kann. Das ist von diesem Aufbau ein Bild von diesem Frühling. Mittlerweile ist das Kupfer sehr schön nachgedunkelt und fügt sich noch viel mehr in diese Zeile ein. Komme ich zum nächsten Projekt, wo das Blech auch eine große Rolle spielte. Das ist unser erstes Projekt, schon eine Weile her. Das ist die Erweiterung von Kino Xenix. Auch hier im Kreis 4, vielleicht kennen es die einen oder anderen von euch. Liegt hier am Helvetiaplatz, auf dem Kanzleiareal, sozusagen auf dem Dorfplatz vom Kreis 4. Vielleicht ganz kurz zur Form, warum das Ding so aussieht, wie es aussieht. Das war die Ausgangslage, das oberste Bild, das Kino, also das ist es handelt sich um ein Provisorium, ein 100-jähriges Provisorium, früher eigentlich mal für das Schulhaus nebenan. In der Zeit hat sich dann das Kino Xenix
Frühstücks dort eingerichtet mit Kino und Bar. Und die Bar, die platzte aus allen Nähten, vor allem die Nebenräume auch dazu. Dann gab es ein kleiner Wettbewerb und ein Planerwahlverfahren der Stadt Zürich. Dort ging es darum, wie kann man so ein kleines Gebäude überhaupt erweitern. Aufgrund der Bauzone durfte man es genau um 30% erweitern. Das ist bei einem ohnehin schon kleinen Gebäude nicht viel, es handelt sich nicht um Fläche. Es gab auch nur eine Möglichkeit, wo in welche Richtung es erweitert werden konnte. Das waren auch Vorgaben der Denkmalpflege und so weiter und Auflagen. Wenn man es eigentlich naheliegendste wäre, das einfach zu verlängern, aber nicht wegen dem Baum, weil dieser Baum ein sehr schöner alter Baum ist. Deshalb musste das Gebäude abgeknickt werden. Dadurch entstand aber auch gerade eine spannende Form von diesem oder eine interessante Form von diesem Gebäude. Hier sieht man eine vereinfachte Darstellung. Unten sieht man auf der linken Seite das altehrwürdige Provisorium und auf der rechten Seite der Anbau. Und wichtig war uns, dass der Anbau nicht in noch etwas Kleinteiligeres geteilt wird, weil das Gebäude im städtischen Gebiet an und für sich so viel zu klein ist. Deshalb war es uns wichtig, mit dem Dach sozusagen eine Klammer zu machen und das Alte und Neue zusammenzufassen, zu einer neuen Einheit. Es gab damals kleine Faltbogen zum Kaufen beim Kino Xenix und die hatten dann liebevoll nach dem Umbau auch noch eines vom umgebauten Projekt gemacht. Hier sieht man, dass der Barraum, das ist das Wichtigste von diesem Kino, der liegt genau auf der Stelle zwischen dem alten Teil und dem neuen Teil. Und das wird dann eben auch das, was wir mit dem Dach machen, das Ganze zu einer neuen Einheit zu verwischen, passiert auch im Innenraum. Ich habe natürlich dann auch noch ein Dach zu dem Modell. Ja, und das, so sieht es dann nach dem Umbau aus. Links oben noch ein Bild, wie es vorher ausgesehen hatte. Mit dem Dach konnte man eben das Alte und Neue so verbinden, dass auch im neuen Bereich, dass man im neuen Bereich nicht unbedingt dieselben Fenster und dieselbe Fassade vom Altbau übernehmen musste. Und es wirkt trotzdem noch als eine Einheit. Die Dachform selber, dass die so eine facettierte Form hat, das kommt nicht nur aus dem Grundriss, was ich vorher erklärt hatte, sondern eben auch aus dem Baum, der hier steht, der einen ziemlich tiefen Ast hat, musste man das Gebäude hier auch dem Ast anpassen und sehr niedrig werden. Hier das, was im Innenraum noch war zwischen alt und neu. Das noch straßenseitig. Jetzt sieht man, das Dach war uns ganz wichtig, dass das Dach eine absolut scharfe Silhouette bildet. Und um die Silhouette so scharf hinzukriegen, war es uns ein Anliegen, dass man Fügungen und Felze eigentlich beinahe nicht sieht, dass es wirklich eine abstrakte, scharfkantige Dachfläche wird. Man sieht das auch. Zeichnung hier. Ein Bild von oben. Vielleicht etwas Spezielle an diesem Dach, neben der Scharfkantigkeit, ist,
dass wir alle Elemente, die aus dem Dach rauskommen mussten, wie Sanitärentlüftung und Lüftungsrohre, dass wir die gebündelt hatten und senkrecht zur Dachfläche, ja, wie eine kleine Skulptur hinstellten. Ja, die Kaminskulptur, die wir so nannten. Hier ist ein Detail von diesem Dach. Man sieht Schlüsseldetail, warum dieses Dach so fugenlos von außen aussehen kann, und zwar aufgrund dieses Profiles. Ich komme da nachher noch detaillierter darauf zu sprechen. Ja, jetzt kommt ein kurzer Dachaufbau. Genau, zuunterst ist die Innenseite. Man sieht die alten Balken. Und die Balken im neuen Teil hatten wir die Balken ja, auch rekonstruiert. Dann kommt der Dachaufbau mit der Isolation dazwischen. Eigentlich ein ganz normaler Dachaufbau bis hier. Jetzt sieht man, das gibt ein Trapezblech als Unterkonstruktion. Und die Trapezbleche, die sind mit der Unterkonstruktion, jedoch dieses Profil nicht, weil das beweglich sein musste. Und jetzt sieht man, vielleicht funktioniert es dann mit dem Filmchen. Aufgrund der Dilatation musste sich ja die Dachfläche oben bewegen. Und deshalb war das Profil, ist an die oberste Dachfläche genietet und das andere ist eigentlich da drin. Und so kann das sich bewegen bei Temperaturschwankungen. Und schauen, ob das... Ja, genau. Genau, so bewegt sich das, kann sich das Dach dann bewegen bei heiß ist oder... Hier sieht man noch ein paar Dachranddetails. Obwohl das Haus so klein ist, hat es auf jeder Seite einen anderen Dachabschluss. Auf der linke Detail ist hier auf der Straßenseite, folgt es auf der Rückseite, macht es den nahtlosen Übergang von alt zu neu. Und deshalb zogen wir auch die Dachrinne weiter. Auf der kurzen Seite war es wichtig, dass es da kein Dachvorstand gibt, sozusagen. Da gibt es eine eingelegte Kleinerinne, weil es auch nur eine kurze geneigte Fläche ist, mit einem nahezu bündigen Dachrand. Auf der Seite sieht man, da löst sich das Dach wieder ab von der Fassade. Hier gibt es auch eine eingelegte Rinne mit einem sehr schmalen Schlitz. Dieser Schlitz ist nun nicht nur aus ästhetischen Gründen so schmal, sondern auch wiederum wegen dem Baum, weil der sehr viele Blätter wegschmeißt im Frühling und sonst würde das Ganze immer verschwinden. Ja, und dann im letzten Bereich, das ist dann im Vordach, wo sich das Dach wirklich löst von der Fassade. Hier noch ein paar Bilder von der Baustelle. Man sieht da nochmal diese Unterkonstruktion mit diesem Spiel, wie die Trapezbleche und eigentlich relativ lose verlegt werden und immer schön in der Fallrichtung des Wassers, was dann am Schluss auch die Fugen, die man zwar nicht sehr klar sieht, aber trotzdem das Fugenbild ergibt. Das Material selber der Oberfläche, das ist ein 1,5 mm starkes Aluminiumblech, das auf die Unterkonstruktion genietet ist. Was man hier noch sieht, es gibt noch ein Dachfenster, was die Küche mit Tageslicht versorgt. Das sieht ein bisschen so aus, wie das einfach draufgelegt wurde auf die Dachfläche. Die Idee ein bisschen von diesem Fenster war auch, dass man nachts leuchtet das ein bisschen wie eine Laterne, dass man von der Langstraße her sieht, ob die Bar offen ist oder nicht.
So, jetzt komme ich zum nächsten Projekt. Das hat ebenfalls auch, es spielt das Dach und die Form vom Dach eine große Rolle, was dann auch schließlich zum Dachmaterial geführt hat. Das ist die Mehrzwecksaal in Muolen. Das ist eine ganz kleine Gemeinde in der Nähe von St. Gallen. Man sieht das Dorf, ein typisches Straßendorf hier. Das ist der Dorfkern hier mit der Kirche, Schulhaus. Und das ist die neue der neue Mehrzwecksaal, der Auftakt bildet zu dieser Dorfstruktur. Da rundherum stehen noch ein paar, das ist so eigentlich Landwirtschaftsbereich und die Gebäude, die hier stehen, die Siedlungsstruktur besteht vor allem aus Landwirtschaftsindustriegebäuden. Man sieht hier ein Bild von der Baustelle, oben so ein typisches Gebäude, was ich meinte, das ist ein Stall, der auch ein großes Blechdach hat. Hier der alte Saal, der wurde dann abgerissen, nachdem der neue Saal gebaut wurde. Der wurde so lange wie möglich noch im Betrieb gehalten während der Baustelle von dem Gebäude. Das Gebäude ist besteht aus einem, vor allem aus einem großen Saal mit Bühne und die Nebenräume lagern sich herum. Und das Gebäude hat eine große Dualität. Auf der rechten Seite da fängt auch die Landwirtschaft an. Das steckt da im Hang. Auf der linken Seite entsteht ein neuer Dorfplatz. Das ist eben so der Auftakt zu diesem Dorf. Und der verzahnt sich hier mit dem neuen Gebäude. Hier in Bild vom Foyer, vom Erdgeschoss. Hier sieht man, dass sich der Platz hier in dieses Gebäude reinzieht. Und was man da sieht, der Grund, weshalb wir die Form gewählt hatten, ist eigentlich ein sehr pragmatischer, denn wir haben eigentlich zuerst diese Bühne mit Seitenbühne und Saal, der ist eigentlich wie gegen den musste man so nehmen, wie er ist. Und dann haben wir einfach den Rest aufgefüllt mit Nebenräumen und die Größe dieser Räume, auch in der Höhe, hat dann die Form von diesem Gebäude ergeben. Und deshalb, weil es in diesem Bereich, da sind die Garderoben und das Foyer, weil die Räume nicht so hoch sein müssen wie der Saal, entstand diese Form, dass das Dach hier, das Schrägdach hier, ziemlich tief nach unten kommt und so das Gebäude sehr prägt. Also ist eigentlich das Dach, ist eigentlich das, was man vor allem liest, wenn man dieses Gebäude sieht. Und die Form entstand durch den Grundriss. Die Materialwahl war eben von diesem Dach war aus mehreren Gründen haben wir uns dann für das Dach entschieden, weil einerseits steht das ja in diesem Landwirtschaft-Industrie-Charakter. Wir wollten uns nicht gerade anbieten, aber sollte auch nicht etwas total Fremdartiges sein. Andererseits war ein extremer Kostendruck da, also deshalb wählten wir eigentlich ein wirklich ganz normales, einfaches Trapezblech. Aber weil das dachten wir, das ist jetzt aber vielleicht ein bisschen allzu schäbig für ein Mehrzwecksaal, machten wir diesem Trapezblech einen Saum. Also der Abschluss von diesem Dach stand sozusagen ein etwas übertriebener Dachrand, der diese Trapezblechfläche eigentlich veredelt. Hier ein bisschen näher. Was man auch sieht, ist in diesem prägenden Teil vom Dach, über dem Saal ist das
Dach fast flach und man sieht nicht so drauf. In diesem Teil da vorne suchten wir praktisch sieht man praktisch keine Aufbauten wie Lüftungsrohre etc., die normalerweise aus einem Dach kommen. Natürlich gibt es Schneefänge, das braucht es natürlich beim Dach. Hier sieht man das Detail, wie das gelöst ist, also konstruktiv. Die Hülle ist ein Betongebäude, innen dran gedämmt. Auf dem Dach machte man den Übergang, dass das Dach von außen, gedämmt ist. Und dann sieht man dieses Dachranddetail, das mit diesem im Unterbau von einem Holz diese wirklich scharfkantige und ja, diese Wuchtigkeit auch erreichen konnte. Das Dach selber besteht nur aus drei verschiedenen Flächen. Der flächste Teil ist über dem Tal, nach oben auf die Seite sind die Flächen dann mehr geneigt. Was man hier sieht, ist, dass die Flächen wirklich bis zur vordersten Kante eine Fläche bilden, eine planare Fläche bilden, musste natürlich dann jedes Abwicklung von jedem Dachrand hatte dann eine andere Form, weil die Höhe vom Dachrand musste konstant bleiben, damit das wirklich dieser Saum auch schön durchläuft. Die Neigungen sind jedoch mal ein bisschen anders. Hier noch ein paar Baustellenfotos. Man sieht einerseits die Untersicht, die man ja auch von Auge von unten sieht. War es wichtig, dass die auch sehr schön gestaltet wurde. Fassade hin, die Betonoberfläche ist hier nicht glatt, teilweise ist sie mit einer Matrizeneinlage geschalt und deshalb gab es durch eine Fuge einen Abstand, damit das wirklich eine scharfkantige Fläche bildet, unter sich ebenfalls wie die oben. Ja, hier ist noch ein viertes Detail, dass der Saum, der läuft auch über den Sitz. Das ist noch auf der Rückseite oben, da gibt es noch ein paar Vereinsräume. Hier sieht man gut, dass durch diese Form halt der Dachrand hier viel tiefer wird als auf der Vorderseite. Das ist rein durch die Geometrie, dass die Flächen alle aufgehen. Das Loch hier ist der Notüberlauf, das ist pragmatisch einfach ein mehr oder weniger ein Loch auf der untersten Seite. Gut. Hier ist der Eingang, was man sieht, das Gebäude, die Fassade oder inklusive Dach, die Materialwahl oder die Farbigkeit dieses Gebäudes reduziert sich auf zwei Farben. Alles, was das eine ist Beton und alles andere ist im selben Ton, im selben Ton wie das Dach. Und das Maßgebliche von dieser Farbe war eigentlich das Trapezblech, weil das auch ein Kostenpunkt ist, dass man das nicht einfärbt, sondern eine Standardfarbe gibt. Und deshalb leitet sich die Farbigkeit von diesem Gebäude oder von den Fensterflächen inklusive auch dem Eingangsbereich aus dieser Standardfarbe vom Trapezblech ab. Die Farbe, die nimmt man auch im Inneren wahr, das ist der Foyerbereich, wo dieser Dorfplatz sich da ins Innere zieht sozusagen. Und hier gibt es einen Vordachbereich, der sich mit der Eingangsfassade verschränkt.
macht so eine Klammer, ähnlich wie beim ersten, aber beim Xenex, was ich Ihnen gezeigt habe, wo man auch mit dem Material versucht, Räume zusammenzufassen. Die Fassade hier ist ebenfalls ein Trapezblech. Es hat ein bisschen eine andere Struktur wie auf dem Dach, weil es im Eingangsbereich natürlich etwas robuster sein muss als auf der Dachfläche. Aber es fasst eigentlich die Eingangsfassade mit diesem Unterdachbereich zusammen. Hier noch ein Bild. Nebel. Komme ich auf das nächste Projekt. Das macht auch gerade die Überleitung von diesem Trapezblech, von dieser Trapezblechfassade. Das ist ein Projekt, das wir vor dem anderen gebaut hatten. Das ist der Kopfbau einer Mehrzweckhalle in Oberglatt, die Chlirietthalle. Man sieht, das ist die Ausgangslage, das ist eine bestehende Dreifachturnhalle und der Vorbau, der hier noch so ein bisschen dasteht, der ist einem Feuer zu Opfer gefallen und musste abgebrochen und neu erstellt werden. Dann fragt sich, wie baut man eine so große Halle an, damit es nicht ein kleinteiliger Anbau wirkt. Das ist ein bisschen ein ähnliches Thema, was wir beim Kino Xenix auch sozusagen angewandt hatten. Das war uns wichtig, dass wir, hier sieht man der Übergang, das ist die alte Halle, die bestehen blieb, und das ist der Kopfbau. Und dann war es ein pragmatischer Entscheid, man zieht einfach das Dach weiter und weil man halt nicht so eine Höhe braucht, wie eine Dreifachturnhalle hoch sein muss, fügen wir noch ein paar weitere Knicke ein und das zoniert dann auch den Grundriss unten und die Räume. Hier sieht man ein paar Schnitte. Das Projekt besteht eigentlich nur aus diesem Dach und aus dieser Dachform. Alles andere ergibt sich. Der Grundriss ist sehr rechtwinklig und man sieht, das Spannende an diesen Räumen ist, hier ist eigentlich der große Eingangsbereich, das ist ein Foyer, das aber ebenfalls als Saal genutzt wird. Also es ist eigentlich der neue Gemeindesaal von der Gemeinde Oberglatt. Hier sind die Nebenräume, eine riesige Küche, die einerseits in die bestehende Halle geht, andererseits bedient die verschiedene Orte. Und diese hier erweitert sich dieses Foyer in eine Rampe, die nachher auch der obere Teil erschließt. Und von diesem Raum ist eigentlich die ganze Dachfläche sehr gut lesbar. Außen sieht das so aus. Und das Dach selber ist nicht mit Blech belegt. Wir hatten gedacht, wenn wir das bestehende Dach schon weiterziehen, dann nehmen wir auch dasselbe Material. Diese 70er Jahre Bell-Eternit, was wir ohne die bestehende Halle wahrscheinlich nicht angewandt hatten. Dann hatten wir überlegt, ja gut, dieses Well-Eternit, das ist sehr grob eigentlich und das wollten wir einen Kontrast gegenübersetzen und uns war es auch wichtig, dass das Gebäude eine neue Fassade bekommt und deshalb wählten wir hier für den Abschluss von diesem Dach auch Stirn, die zu einer eigentlichen Fassade wird, einen extrem, auch wieder sehr scharfkantigen ein Aluminiumblech, das die Grobheit von diesem Well-Eternit vielleicht auch wieder veredeln sollte. In diesem Projekt gibt es zwei Fassaden und zwei Blechfassaden. Das eine ist eben dieser Dachrand, die Dachstirnfläche und das andere ist dann die Fassadenbekleidung im Erdgeschoss.
Ja, hier ist ein Bild von oben. Das ist das Detail und sieht hier das Velletternet, eine Rinne, die versteckt ist und das eigentliche, das Stirnblech oder die Fassade ist hier und obendrauf gibt es einen Quetschbug, der das Ganze noch beinert, das kann ich detaillierter zeichnen. Genau, da sieht man, dass wirklich ganz im feinen Detail dieses schwarze, wir hatten auch die Farbe dann schwarz gewählt für dieses Bug, für diesen Abschluss, damit er fast nicht ersichtlich ist. Die Größe und die Dimension von diesem Bug hatten wir erst, nachdem diese Stirnfassade gebaut wurde, hatten wir da noch bemustert, um die richtige Größe herauszufinden. Was uns an dieser Fassade ebenfalls auch interessiert, das kommt in auch anderen Projekten von uns vor, diese Überlagerung, dass wir das Fugenbild, das prägt ja immer eine Fassade, dass die eben gerade nicht auf die Ecken geht und hier eben gerade nicht, sondern dass das einfach so ein Muster ist, das für sich durchläuft, ohne Bezug auf den Rest. Hier sieht man nochmal dieses Dach und was man unten dran sieht, ist diese Fassade, die eben im Gegensatz zu diesem extrem kräftigen Dach, dass das neue Gesicht dieser Halle macht, sieht man, dass die Fassade, die auch sehr tief zurückversetzt ist, wo sich beinahe auflöst und sich auch sehr zurücknimmt, das auch mit der Farbigkeit. Man unterscheidet zwischen einerseits der Glasfassade und die ein bisschen weniger öffentlichen Räume, die bekamen dann ein schwarzes Kleid aus diesem Trapezblech. Das hatte einige Zeit dann Überzeugung gekostet der Bauherrschaft gegenüber, dass wir eine schwarze Fassade machten. Das konnten sie am Anfang überhaupt nicht begreifen, dass man einfach bei einem öffentlichen Gebäude im Erdgeschoss alles schwarz macht. Was man dann aber wirklich in der Umsetzung auch sieht, ist, dass, weil das Blech ja auch einen gewissen Glanz hat, das ist kein Photoshop, das ist wirklich ein Foto von dieser Fassade, wie sich dann das Grün von der Umgebung in diesem Blech spiegelt. Ja, das wär's mit unseren Projekten. Das stelle ich natürlich gerne für Fragen zur Verfügung. Genau, sehr gut. Herzlichen Dank, Barbara. Das wäre sehr interessant, wie du eben gezeigt hast, was euch an architektonischen Themen interessiert und wie das dann das Ganze materialisiert wird und eben bis zu diesem Blech. Und was mich besonders jetzt fasziniert hat, ist eigentlich, dass es ja von den Geometrien im Grundriss, im Schnitt, eigentlich viel von diesen Faltungen lebt, oder? Eure Architektur, und gleichzeitig geht das dann bis ins Detail, bis zum Blech, das eben auch gefaltet oder gefälzt wird, es wird gelötet, es wird geklickt und so weiter, es wird zusammengefügt und das gibt sowieso eine ganze Folge von einem Thema, von Großen ins Kleine, das finde ich sehr spannend. Was mich jetzt wundernimmt, um vielleicht so ein bisschen wie in die Diskussion einzusteigen, ist, diese Projekte haben sehr unterschiedliche Bleche, habt ihr gewählt für diese Projekte. Gibt es Gründe, weshalb jetzt beispielsweise hier für diese Stirne das Aluminiumblech verwendet wurde und nicht ein Chromstahlblech oder ein Kupferblech? Oder kannst du dazu etwas sagen? Was sind die Gründe? Also jetzt gerade bei diesem Projekt war es eigentlich ein relativ pragmatischer Grund, weil das musste auch relativ günstig sein. Und bei einem günstigen Blech kommt man relativ schnell auf ein Trapezblech.
Und das Interessante an diesem Trapezblech fanden wir auch, weil es eben nur eingeschossig angewendet werden konnte, brauchte es in der Höhe, reichte ein Band aus, also es musste nicht gestoßen werden in der Höhe. Gleichzeitig hatten wir auch ein großes Vordach, das eigentlich witterungsgeschützt ist. Deshalb lag in diesem Fall das Trapezblech rein, einfach wegen der Struktur auf der Hand. Und ja, und es ist ein auch relativ robustes Material, weil gerade in dieser Fassade mit diesen runden Fenstern reizt es natürlich auch, einen Fußball dagegen zu spielen. Genau, und wie kannst du hier noch detailliert sagen, ist das Pulver beschichtet? Ja, das wurde Pulver beschichtet. Ah, nein, es wurde Pulver beschichtet, aber weil, vielleicht sieht man ein bisschen, damit das wirklich passt, wurde das wirklich an Ort zugeschnitten. Also dass es wirklich scharfkantig wirkt, und das hat man dann vor Ort dann gestrichen noch, also die Kante, die man zugeschnitten hat. Das interessiert uns vielleicht auch, wenn ich noch ergänzen darf, eben, meistens wenden wir relativ oder hier auch ein sehr günstiges Material, das aber dann durch eine hohe Präzision und auch mit den Anschlüssen da, mit diesen, man sieht, aber das interessiert uns eigentlich, wenn man ein günstiges Material dann mit der Weise, wie es detailliert wird, dann doch veredelt. Mhm. Und was hier auch sehr gut zum Tragen kommt, ist in der Stirne habt ihr diese einzelnen Elemente, die eben ganz deutliche Fugen auch ausbilden. Mhm. Und im Trapezblechbereich gibt es diese Fugen nicht, respektive die sind überspielt. Wie habt ihr das gelöst? Bei den Fugen, die hier? Nein, oder beim Trapezblech? Ja, das sieht man einfach fast nicht, weil das ist ja eigentlich das Praktische am Trapezblech, weil es verschränkt wird, weil es die Fugen sind eigentlich da im Tiefen. Vielleicht habe ich dann. Also die Fugen, die sind immer, ja, man sieht es nicht so. Die Fugen sind eigentlich immer im Wellental und somit werden die automatisch überdeckt. Ja, und was ja immer ein Thema ist beim Blech, ist, wie wird es befestigt auf die Unterkonstruktion, oder? Ja. Man hat bei der Stirne sehr schön gesehen, das ist ja wie so eingehängt, oder? Ist genau, das genau, das ist verdeckt, montiert. Ja. Ich weiß nicht, man da im Detail ein bisschen, das ist da eingehängt, genau. Es hat so Montagewinkel, wo das eingehängt wurde, dann wurde es dann von oben noch abgedeckt mit diesem Bettspug. Genau, hingegen beim Xenix ist es ja eigentlich, sind diese Bleche aufgeschraubt? Die sind genietet. Genietet? Ja. Okay. Mhm. Und hier bei der Fassade, die Trapezbleche, wie sind die? Die sind geschraubt, aber auch im Wellental. Also man sieht das eigentlich, die Befestigung. Muss ich gerade überlegen, dass ich. Ja, also sie sind. die haben wir eigentlich auch. Also die sind sichtbar geschraubt, aber. Auch durch die schwarze Farbe sieht man die praktisch nicht. Die sind wirklich im Wellental befestigt. Ja, und das ist ja eigentlich dann das Thema, oder? Blech ist etwas sehr Dünnes, aber Flächiges. Und dann ist die Frage immer, wie fügt man das zusammen? Mhm. Zum Teil eben, das sieht man bei diesem Projekt gut, zum Teil interessiert euch die Fuge, zum Teil wollt ihr sie, zum Teil wollt ihr sie nicht. Du hast es bei der Stirnfassade schön gezeigt. Beim ersten Projekt habt ihr ganz anders reagiert. Da habt ihr mit diesen Felsen eigentlich auch dem Flächigen so wie eine, ist nicht unbedingt körperhaft, aber trotzdem so eine gewisse Stärke auch gegeben. Weshalb, also ist das rein eine gestalterische Maßnahme oder hat das auch etwas mit der Umsetzung zu tun? Ja, beides ein bisschen. Vielleicht dann muss ich ja nochmal kurz ganz am Anfang zurück. Das war auch, das hat uns eigentlich interessiert, diese, das,
So ein ganz normales Stehfalz, Entschuldigung, genau, hier sieht man es. Erste Bildzeit. Ja, hier hat uns eigentlich das ganz, ein ganz alltägliches Material interessiert, weil wir uns auch da in diesem historischen Gebiet befinden, dass es etwas ist, was man kennt aus diesem Ort. Und mit diesen Stehfelsen, das Kupfer war, also dass wir Kupfer nehmen, das wollten wir eigentlich vor allem wegen der Farbe. Und Kupferblech wollten wir dann eigentlich mit einer traditionellen Weise bearbeiten lassen. Und dann die Felze, die machen dann eben auch so, die übertreiben dann das Bild ein bisschen. Weil eben das, die Felze da in der Mitte, diese Überlagerung, da gibt es auch wieder die, eben diese Überlagerung von... ja, das war rein ein gestalterisches, ein spielerisches Element, kann man vielleicht sagen, das eben eigentlich aus dem Baugesetz kommt, aber es ist natürlich so abgeleitet davon. Das hat uns interessiert, mit einem ganz, ganz normalen Detail dann doch ein spezielles Bild zu. Natürlich ist das ja auch ein Mittel, um eben dieses flächige, dünne Material stabil zu halten, eben, dass die Fläche auch flächig bleibt und nicht so diese Beulen erhält, was man eben nicht gerne hat. Sind dann aber hier diese Elemente, ist da überall, wo es ein Falz gibt, ist ein neues Blech? Oder ja. Sind das? Nein, es sind wirklich neue Bleche. Also keine gefakten? Nein, es sind echte Felze. Ja. Wir haben auch wirklich jeden Falz dann auch gezeichnet und wir hatten das Glück, einen wahnsinnig tollen Spengler zu haben, der Spengler Polier, der war kurz vor der Pension und wollte dann am Schluss, er war total begeistert und wollte am Schluss nochmal wirklich alles geben. Ja. Und der hat dann auch so diese super scharfkantigen Gauben hinbekommen, also das war wirklich toll, die Arbeit. Ja. Und wie entsteht dann oder ist dieses Projekt jetzt entstanden, jetzt in der Detailarbeit, um diese Dinge zu entwickeln, sehr eng jetzt mit dem Spengler oder habt ihr da viel vorgegeben? Also das heißt, die Frage ist, wie viel kommt aus der Technik des Materials, des Handwerks und wie viel kommt jetzt von euch als Architekten? Ja, das ist ein bisschen eine Gegenwirkung. Da war es tatsächlich so, dass wir dann, natürlich wussten wir, was wir wollten, aber sobald wir dann den Unternehmer hatten, entstanden dann wirklich die Details. Also das entstand wirklich auch im Gespräch. Wie kriegen wir das hin, dass das genauso aussieht? Und ja, das ist vielleicht auch der Vorteil bei einer privaten Bauherrschaft, dass man eben auch schon mit dem Unternehmer relativ frühzeitig ein Gespräch führen kann. Ja, und was interessiert euch mehr jetzt am Materialblech? Damit flächig zu arbeiten, scharfkantig oder in diesem Sinn, wo es eine gewisse Räumlichkeit auch entfaltet oder Körperhaftigkeit, Weichheit vielleicht auch? Gleich, das interessiert uns gleich. Das kommt wirklich aus dem Projekt, das entsteht. Die Idee, wenn man, ja, eigentlich kommt, also jetzt zum Beispiel beim Xenix war es so, es war wirklich wichtig, dass wir eine scharfkantige Geschichte hinbekommen und dann haben wir das passende Material dazu gesucht. Hier war es ein bisschen anders, weil wir wollten, das hat uns interessiert, eben so diese normale, traditionelle Arbeit und deshalb, also das ist wirklich total projektbezogen. Also das ist wirklich projektspezifisch. Okay, und hat sich das im Laufe der Jahre ein bisschen entwickelt? Ich meine, ich mache eine Klammer auf, oder? So diese gefaltete Architektur, das ist auch etwas, was man kennt so aus den 90er Jahren, Folding in Architecture, diese eigentlich Bewegung, die aus den USA dann auch nach Europa kam, Peter Eisenman, Greg Lynn und so weiter. Ich weiß nicht, hattet ihr Greg Lynn noch an der ETH? Ja, also ich war nicht direkt bei ihm, aber das war schon noch die Zeit, genau. Okay, also das heißt, das ist schon aus dieser Ecke kommen diese Themen. Ja, weil das fand ich schon interessant, oder? Dass plötzlich eigentlich so diese gefalteten Dinge viele
Sachen lösen oder ermöglichen. Eben, du hast beim Xenix eigentlich sehr schön gezeigt, wie eigentlich über das Falten, über diese komplexen Geometrien plötzlich Dinge möglich werden, die in einem rein rektangulären Sinn nicht drin sind. Ja. Dann stehen auch Kontinuitäten oder deshalb dieses Buch von Deleuze sehr interessant, Falte, wo er das Ganze so in einem barocken Sinn als Kontinuität, als das wird ein Ganzes, was eben nicht geteilt ist, also charakterisiert. Und das fällt mir schon auch auf bei euren Projekten, dass ihr, du hast auch davon gesprochen, dass ihr Ganzes sucht, also nicht das Einzelne, sondern dass ihr versucht, Dinge zusammenzuhängen, zusammenzubilden, oder? Das finde ich spannend. Wenn das ja natürlich auch so wie ein bisschen biografisch noch gekoppelt ist. Jetzt, wir haben natürlich die Gelegenheit und die Möglichkeit, weil wir auch nicht so viele sind hier im Raum, eine Diskussion zu eröffnen. Ich hoffe natürlich, dass jetzt von Ihnen auch Fragen kommen an die Referentin, so hautnah. Das ist sonst ja gar nicht möglich, oder? Erstens sitzt man sonst nur zu Hause vor dem Bildschirm und jetzt ist es da. Also bitte, Fragen von Ihnen an Barbara Frey, Themen. Wer hat eine Frage, möchte etwas wissen? Oder, ja? Man kann es halten. Aber problematisch ist, dass die Materialisierung hindert, also gerade an diesem Beispiel des Kupfers, dann plötzlich so dunkel, wie entmaterialisiert wird, wo. Also hier ist es ja spektakulär als Material, aber durch die Verwitterung verschwindet in der Wahrnehmung das Material. Die Haut, wie hier so erscheint, geht auch wie verloren mit der Zeit. Also das interessiert mich jetzt einfach so. Ihre Erfahrung, wie das war bei der Öffnung und dann wie das dann später aussieht. Ja, das stimmt. Also gerade bei diesem Kupfer ist es natürlich schon so, dass es sehr, eine kleine Nuance, die man am Schluss wahrnimmt. Es ist eben nicht so das Schreierische, es ist eigentlich erst auf den zweiten Blick, wenn man das genau ansieht. Das Kupfer ist ja nicht ganz, ganz schwarz. Also man sieht das auch heute, wenn die Sonne, also je nachdem, Sonne, Schatten, Wurf spielt eine Rolle. Aber es ist eine feine Geste, diese Felsen, das sieht man wirklich erst auf den zweiten Blick. Auf den ersten sieht man eher, dass eben eine einheitliche Hülle ist. Eben das, hier ist ja auch Fassade und Dach ist aus einem Material, dass es eigentlich vor allem eine Einheit bildet. Das stimmt, ja. Fassungsfähigkeit, Displays, man kann fast alles machen, also da nichts als kleines, die anderen dann als große Volumen. Das ist beeindruckend. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den Sie noch ansprechen, nämlich, das, und du hast ja auch ein Bild gezeigt, oder dass je nach Oberfläche ist sie glänzend, ist sie matt, gibt es eine andere Art, wie das Material mit der Umgebung auch spielt. Ich habe gesehen, das habt ihr auch ganz Unterschiedliches eingesetzt. Jetzt mit diesen Dachflächen ist ja immer, ich meine, gerade in Oberglatt sieht man ja dieses Dach sehr, sehr gut. Ja. Weshalb habt ihr das jetzt so dunkel gemacht, dieses Dach? Ich,
Also das meinst du in Moal? Also das, ja. Ja. Ja, eigentlich aus mehreren, weil, also eigentlich zuerst mal aus Kontrast zur Fassade und dann aber auch, weil eben gerade, es ist ja relativ günstig und es ist im Vergleich zum Xenix zum Beispiel, ist es viel, viel weniger präzise detailliert. Und es ist halt vielleicht auch einfach einfacher, dass gewisse Unschärfen bei einem dunklen Dach einfach mehr verschwinden. War dort auch so. Ja. Und auch, dass eben auch der Dachrand und das, es sollte sich auch dort etwas einfach zurückziehen. Es sollte eben nicht so schreierisch sein, sondern eigentlich erst auf den zweiten Blick sollte man sehen, wie der Dachrand sich unterscheidet von der Hauptfläche. Und gibt es weitere Fragen aus dem Publikum? Oder anders gefragt, ich frage jetzt mal, weshalb sind Sie hier? Was interessiert Sie? Sind es die Projekte, die Sie interessieren, oder geht es ums Material, was Sie interessiert hat? Oder Sie, aus welchen Bereichen sind Sie da? Sie haben gesagt, Sie sind auch. Es ist ein ziemlicher Zufall, wir planen gerade ein. An ein. Ein Stahlpavillon, der auch einfach, ja, ein kleiner bescheidener Anbau, aber wir wollen ihn eben auch mit einer Blechfassade. Gerade die Fügungen oder auch die Schwere oder die Leichtigkeit des Materials, auch rein von der Farbe her oder auch von der Fügung, interessiert uns einfach, ob man sagen, wir gehen irgendwie auf Trapez, auf Well oder auf. Das ist irgendwie so eher auch eine Relation zum Bestand, was nicht aus Metall ist. Das Bestanddach sind normale Dachpfannen und einfach so eine, gerade so total aus dem Alltag, das kam dann per Zufall ein. Also genauso soll es sein, denke ich. Das ist so. Gut, ich meine, das ist ja auch unglaublich spannend bei diesem Material, oder? Man kann das im historischen Kontext brauchen, man kann es sehr zeitgenössisch einsetzen. Eben scharfkantig, alte Weichen als Industriematerial oder dann hoch artifiziell als Kunstprodukt, wenn man es dahinter in der Ausstellung, übrigens, die lohnt sich wirklich sehr anzuschauen. Auch diese Beispiele von Kirchturmspitzen und so weiter, also ein unglaubliches Handwerk, was eine Spenglerarbeit ausmachen kann. Großartig und interessant, ganz unterschiedliche Einsätze. Christian, du wolltest noch sagen? Ja, ich bin da, weil mich das Material und die Architekten interessiert. Und muss sagen, dass ich finde es faszinierend, wie ihr mit Details und dem Material fein umgeht und mit der Tonik arbeitet. Kennengelernt habe ich euch, als ihr an einem riesen Städtebauwettbewerb gearbeitet habt. So einen großen Wettbewerb, wo man so denkt, ja, sieht man überhaupt, kriegt man den Durchblick? In Baden war das, ein Industrieareal, und jetzt sehe ich dich wieder mit solchen schönen, bis ins feinste Detail ausgearbeiteten Projekten. Ein Kompliment. Was mich auch interessieren würde, ist nicht die Blechfrage, sondern beim Mehrzwecksaal, dieser obere Teil des Betons, wie wurde der behandelt? Unten ist er ja ganz glatt und oben ist er so. Ja, die Fassade, die ist, mit einer Matrizeneinlage. Ich muss halt jetzt wieder durchklicken, sorry. Ja, das ist eigentlich noch eine lustige Geschichte. Ursprünglich oder im Wettbewerb hatten wir einen Holzbau vorgeschlagen, und aus Kostengründen wurde es am Schluss Sichtbeton.
was etwas ein bisschen seltsam ist, aber es war rein einfach so, weil das Gebäude so halb im Boden steckt, brauchte man ohnehin Beton und der Saal musste von innen verkleidet werden, aus akustischen Gründen etc. Und dann war es eine einfache Rechnung, dass man ein Betongebäude macht. Und dann interessierte es uns, hier auch eine Struktur zu haben. Man sieht, du meintest das oder diese, also es ist eigentlich aufgeteilt in glatte Flächen, wie man hier kommt, dann wieder eine Fläche von hinten. Man sieht es vielleicht besser. Hier sieht man es auch. Hier ist eine glatte Fläche. Hier hat es wieder eine Matrizeneinlage. Also eben, das ist eine Matrizeneinlage im Beton. Und da interessierte uns vor allem das, das Lichtspiel. Also einfach durch eine, ähnlich wie beim Dach auch, das ist ja eigentlich dasselbe Material, der Rand und das Dach. Aber das wirkt total anders als der Dachrand, weil es einfach anders, eine andere Struktur hat. Und je nach Licht sieht man diesen Unterschied extrem und manchmal sieht man ihn überhaupt nicht. Jetzt bei diesen Bildern sieht man ihn tatsächlich nicht so stark, aber hier sieht man es ein bisschen besser. Hier sieht man auch ein paar Details, die man nicht so genau sehen wollte. Ja. Du meintest diese Fassade, ja. Okay. Ja, was ich mir die ganze Zeit jetzt auch überlege, ist, Blech ist ja eigentlich nicht so, also so Blecharchitektur ist nicht so schweizerisch, oder? Eigentlich. Also fürs Dach okay, oder im Industriekontext okay, aber wenn ich denke, in Frankreich beispielsweise gibt es eine ganz andere Tradition, wenn ich so an die Bauten von Jean Nouvel oder so denke, da wird Blech viel auch quasi nobler zum Teil eingesetzt. Bei uns eben, du sagst, günstiges Material und so weiter. Sehen Sie das auch so oder kennen Sie das irgendwie aus einem anderen Kontext? Oder hast du da irgendwie so eine Empfindung dazu? Ich meine, es ist ja immer die Frage, wie bewertet man ein Material oder was hat es für eine Wertigkeit, für welche Bauaufgaben benutzt man es? Ja, es hat tatsächlich so ein Blechdach, wenn man von einem Blechdach hat es so ein bisschen ein billiges Image oder eben so ein Industrie-Image oder einfach so etwas, ja, das wollen vielleicht viele Bauherren, finden das zu schäbig, wenn man vom Blechdach redet. Aber ja, das kann sein, dass das deshalb nicht so, es wirkt vielleicht auch ein bisschen, ja, zu provisorisch. Von Aalto gibt es ja in Helsinki Funeral Hall, glaube ich, mit Blech. Und ich glaube, das Blech ist auch ein Material, was eben provisorisch oder fast schon so ein bisschen so Spuren trägt, einfach ganz schnell irgendwie Spuren bekommt und irgendwie auch brüchig werden kann dann doch, auch wenn es mittlerweile ja fast Hightech auch ist. Aber oder auch in Amerika, denke ich auch, gibt es eben viele Häuser, die daraus gemacht sind und die haben eben so eine Leichtigkeit eigentlich auch und sind in ein Gegenprogramm zu so schwerem Beton oder irgendwie grobe Mauerwerk, großes Mauerwerk. Und ich denke, das ist manchmal mehr der Ausdruck unserer Zeit auch. Also diese Leichtigkeit und eine provisorische, flexiblere Struktur anzubieten. Ja, ich bin immer berührt von dieser Villa Klockberger von Zelsing. Das ist, finde ich, Wahnsinn, also weil es sowas, sowas Hauthaftes und was Ehrliches hat, wo man eben auch, glaube ich, was taktil ist und gleichzeitig dieses Fügen auch für den Betrachter spürbar macht. Also es hat sowas ganz Unmittelbares irgendwie oder was ganz, ganz Einfaches ist und ist, obwohl es industriell heutzutage fabriziert wird, aber es hat dann irgendwie sowas ganz Händisches oder sowas ganz Einfaches und ich glaube, das hat ein großes Potenzial. Ich denke natürlich, die Gefahr ist auch, dass die Sachen dann eventuell zu industriell, weil das einfach gebrandet ist mit IKEA oder irgendwelchen großen Supermärkten, dass man irgendwie schnell aufpassen muss,
Bauten, im Wohnungsbau oder im. Ich glaube, da liegt aber die Chance. Ja, und ich meine, das ist das gut, dass Sie die Villa Klockberg ansprechen, weil die ist ja auch in Kupfer, oder so viel ich weiß. Und das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Also Kupfer und Aluminium in der Fassade sind andere Wertigkeiten. Kupfer wird als sehr etwas Hochwertiges auch angesehen. Aluminium natürlich sehr stark dann mit den 50er, 60er Jahren konnotiert und so weiter. Also das, je nachdem hat das eine ganz andere Erscheinung. Und ich finde dann schon spannend, eben, wie er mit diesen Dingen umgeht und dem auch so diesen Charakter verleiht. Oder sind es eben die flächigen Dinge, sind es die körperhaften, geht es um die Materialität, geht es ums Fügen, geht es um das Reflektieren und all diese Dinge. Das finde ich ja das Spannende beim Blech, man sieht es auch in der Ausstellung, oder? Allein über die Art, wie man die Oberflächen bearbeiten oder behandeln kann, da kann das eine Material irgendwie zig verschiedene Anmutungen annehmen. Und das macht es natürlich spannend. Jetzt habt ihr ein nächstes Projekt im Blech in Arbeit, oder ist das ein Thema, was ein bisschen jetzt abgelegt ist? Nein, wir sind tatsächlich dran an einer Blechfassade. Ich habe mir sogar noch überlegt, ob ich noch ein Bild zeigen soll, aber das ist noch nicht so weit gediehen, dass wir anständige Bilder haben, um zu zeigen. Aber es ist eine Glas-Metall-Fassade. Da werden wir uns sicher noch ein bisschen inspirieren lassen, auch von der Baumusterzentrale. Gibt es noch Fragen, Anregungen aus dem Publikum? Oder von dir, Barbara, willst du etwas wissen von den Zuhörenden? Ich meine, das ist ja auch eine gute Möglichkeit des Austausches. Nein, aber ich bedanke mich natürlich sehr fürs Interesse. Es freut mich, dass Zuschauer da sind. Und wir wissen natürlich nicht, wie viele zu Hause zugeschaut haben. Aber ja, vielen Dank. Gut. Auch von meiner Seite nochmals herzlichen Dank von der Seite Schweizer Baumusterzentrale. Herzlichen Dank, Freunde Baumuster. Werden Sie Mitglied, es lohnt sich, wie gesagt, auch für einen Abend wie heute und auch sonst. Es lohnt sich. Kommen Sie wieder vorbei, schauen Sie die Videos. Wir freuen uns. Einen schönen Abend. Herzlichen Dank. Danke.